cool, hier ist ja auch noch was drin. So sah das wohl mal aus, wenn da eine Birne drin war. Oh, die schaut auch relativ madig aus. Schöne alte Röhrenfernseher noch. Oh weh, oh weh. Hier ist sogar noch ein Home-Trainer. Also das ist mal nicht von einer normalen Familie, würde ich sagen. Wer musste denn hier unten im Keller nächtigen? Oh. Hallo meine Freunde, grüßt euch. Da ist wieder der Onkel David. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir haben heute wieder ein kleines, süßes Häuschen für euch. Wenn es euch interessiert, was da drin ist, dann nicht abschalten, mitgucken. Los geht's. Und da ist der Eingang. Holla die Waldfee. Ja, wir befinden uns gerade in der Küche wahrscheinlich. Hier sind nämlich die Küchenschränke im modischen Grün. Hier haben wir auch noch diverse, ja, kleine Büchle, Telefonbücher. Hier auch noch so ein Schrank mit Schubladen. Ich mag das nicht, wenn die offen stehen, die muss man schon mal zumachen. So schaut das doch schon gleich viel besser aus, ne? Und dann kommen wir hier in den Bereich mit dem blauen Schaukelstuhl. Ja, hier hat vielleicht mal jemand genächtigt. Teppich ist noch vorhanden. Hier liegen noch ein paar Paneele auf dem Boden. Wow, das war vielleicht mal das Wohnzimmer hier oder Speisesaal, Essenszimmer. Da oben auch noch die Gardinenbordüre mit der Lampe. Sieht echt toll aus, aber hier unten ist jetzt nicht so viel. Hier haben wir, wie gesagt, noch ein paar Matratzen liegen, da steht noch ein Stühlchen. Wenn man hier rausguckt, da sieht man noch eine Bank, da hat vielleicht die Familie im Sommer gesessen und Kaffee getrunken. Ja, wow, cool, hier ist ja auch noch was drin. Hier haben wir so ein Schlafsofa, ein Teil von der Eckbank noch. Die Lampe hängt ein bisschen niedrig, habe ich das Gefühl. Wumm. So sah das wohl mal aus, wenn da eine Birne drin war. Nur ein kleines Schränkchen. Ja, hier war dann die Toilette. Oh, die schaut auch relativ madig aus. Und Leute, ein schwarzes Bad. Wie krank ist das denn? Aber schaut mal her. Hier liegt noch Creme. Die Lockenwickler der Dame, die hier gelebt hat. Und auch noch Shampoo, Seife. Ja, hier haben wir auch noch, keine Ahnung, was ist denn? Schaumreiniger für die dritten Zähne, okay. Blendamet. Und hier drüben ist auch noch ein Schrank. Pferdebalsam. Und der Fußbalsam. Melkfett und eine Binde. Ja, das hier war dann die Dusche. Schwarz und rosa Duschvorhang. Und hier stehen auch noch so Winterschuhe. Das hat bestimmt auch der Dame gehört. Ja, hier steht auch meine Vitrine. Haha, kennt ihr den hier? Der ist geil gewesen, oder? Heidepark. Da ist er nochmal. Aber auf dem Schrank hier steht auch noch eine Urkunde. Anlässlich des Geburtstages von Gisela wird diese Urkunde zum 70. Geburtstag mit gutem Wunsch ausgestellt. Oh weia, da hat wieder ein Tier gut gewütet hier drin. Aber sieht schon krass aus, vor allem mit dieser Tapete und mit dieser Lampe hier. Auch hier können wir mal gucken, wie die ausgeschaut hat. Sah schon geil aus, oder? Ja, Wahnsinn. Schöner alter Röhrenfernseher noch. Das
schon wieder krass hier. Dann gehen wir hier mal am Dachboden vorbei. Wow. Hier ist sogar noch ein Hometrainer. Ein Sitzbankstuhl. Die Wagner-Orgel im Dom zu Brandenburg. Ja, hier kommen wir jetzt. Oh, hier sind wir in der Küche. Hier liegt noch Pizza. Pizza von 2016. Mh, lecker. Aber es ist eine relativ kleine Küche. Da ist auch der Herd noch da, der Kühlschrank. Putzmittel. Wahnsinn, hat man wieder so vieles zurückgelassen. Aber ich will nichts sagen, ich habe das Gefühl, dass es hier gebrannt hat. Das sieht alles irgendwie komisch aus. Alles klar, okay. Wir haben wieder irgendwelche Dioden gezündelt. Scheiße. Mussten sowas sein. Hier ist noch ein Kicker oder ein Teil davon. Oh weh, oh weh. Aber irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Da hinten auch. Der Fernseher leicht geschmolzen und auch hier auf dem Bett die Schallplatten haben schon ein bisschen eine Wellenform. Ach, das finde ich schon wieder voll übel, ey. Alkohol. Fragerunde, Leute. Was ist das? Ein Lautsprecher, ich weiß. Ja, hier ist der Rest von dem Kicker. Der liegt hier. Hier haben wir auch noch, das war ein Wecker, müsste das gewesen sein hier. Ein Wecker mit Radio. Scheiße. Dann habe ich hier vorne noch ein Räumchen gehabt, das möchte ich noch euch zeigen. Da bin ich noch vorhin vorbeigelaufen. Jetzt sind wir im Bad, in dem oberen Bad. Da haben wir auch wieder so eine riesige Dusche, wo man auch drin hat baden können fast. Und hier auch überall ist hier schon der Ruß hingekommen. Der Rückenschrubber. Und das ist auch wieder heftig. Selbst hier beim Waschbecken ist noch vieles da. Die Seife, Ohrentupfer, irgendwelche Knöpfe. Ach nee, von dem Rasierer sind das die Teile. Und auch hier drin noch ein bisschen Waschzeug. Ja, auch hier oben gab es ein Klo. Das ist ja gemütlich. Hier kannst du schön früh in Ruhe dein Ei legen. Aber bei den Spinnenweben, naja. Was ist auf dem Dachboden? Ist da was oben? Ein Haufen Stühle, also das ist mal nicht von einer normalen Familie, würde ich sagen. Und ein alter, schöner, roter Koffer. Wahnsinn. Hinten haben wir auch noch Schränke. Aber die sind leer. Hier auch wieder so alte Lattenroste von früher. Oh. Leute, wisst ihr, wie alt dieses Gerät hier ist? Das muss auch Anfang der 90er sein. Geht, geht. Ja, dann gucken wir nochmal schnell in den Keller. Wie tief ist denn der? Oh.
Oh, Lucky Luke und Asterix. Wie geil. Oh, was ist denn hier? Ja, krass. Hier war mal eine Eisenbahn. Das ist eine Eisenbahnplatte. Und dann im Nachhinein vielleicht Jugendzimmer, Spielzimmer. Ja, ist das geil. Oh. Sandy. Hier ein uralter Remington-Rasierer. Wie haben wir noch? So ein Rasierer und ganz viele Schallplatten. Die Flippers. Uhu. Da noch, gut verpackt. Wer kennt ihn nicht? Tom Cruise in Top Gun. Aber weiter geht's. Aha. Okay, Kellertoilette. Waschbecken, alles noch da. So, 5 Euro, wer sich damit noch die Hände wäscht. Oh weh. Der Schimmelschrank. Aber auch der ist noch gefüllt mit einem Toaster und eine Hose. Und hier liegt noch ein Adventskalender. Oh weh. Das ist ein bisschen gruselig. Wer musste denn hier unten im Keller nächtigen? Das ist doch schon wieder... Krass, oder? Ja, das Bügeleisen der Frau. Oder vielleicht hat hier auch der Herr gebügelt. Der Sessel ist ja schön, aber der Ort, an dem der Sessel steht, den finde ich nicht so prickelnd. Oh, hier das alte Bett. Top Ausblick. So, haben wir noch ein Räumchen hier. Hier auch wieder so Sessel. Also ich habe ja fast eine Vermutung. Ach ja, hier hat mal jemand Älteres gewohnt. Das ist ein Klostuhl. Hier, Michi. Also haben hier auch wieder ältere Herrschaften gewohnt. Das ist... Ja, und wie überall, in jedem Haus gibt es ja eine Heizung. Oder fast in jedem. Hier haben wir eine Wolf von 1995. Danke, Michi. Ja, dann hat man hier vielleicht auch Wäsche getrocknet. Sieht so aus. So, meine Freunde, das war's gewesen. Dieses Haus hier war wieder richtig interessant, aber leider traurig mit dem Brand in dem einem Schlafzimmer oben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen und ein Abo da, würde ich mich riesig freuen. Wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Onkel David. Tschüss und ciao.